Ja, hoho, hier wieder beim Quali und beim Lestrak-Tag. In der Secret World. Wir müssen etwas zartes Ackerfleisch finden. Ach so, hat sich bei dir jetzt auch aktualisiert. Ja, ne? Ach Cool, so, ich dachte, ich kann das schon mal aufheben, wenn du alles vorbereitest. ne? Ja, ist doch cool. Ich habe die ganze Quest zerstört. Nein! Okay. Tja, ja, ihr wolltet wissen hier die Winnetou-Geschichte, ne? Was hat denn der für ein komisches Zeichen auf seinem Pullover da? Egal. Ja, Winnetou mochte ich als Kind super gerne. Hab die Filme gesuchtet und sogar mein Papa musste mir die Filme sogar aufnehmen auf Kassette. Ja, Kassette gab es damals Ja, noch, habe ne? ich das. Da die Zeit kenne ich auch noch. Ja. Wo ist denn der Lesrak überhaupt hin? Schon mal losgegangen? Nach da oben. Ah ja, okay, ich komme hinterher. Ja, deswegen, ich konnte die fast alle mitsprechen. Die, oh, blödes Irrlicht. Die Filme. Und dann hat mein Vater irgendwann gesagt so, oh, guck mal hier in der Nähe, es sind Winnetou-Karl-May-Festspiele. Da wird das irgendwie auf einer Bühne aufgeführt. Und da spielt sogar der Winnetou mit, also hier Pierre Brice, ne? Der ist ja tot, Nicht glaube ich, so. ne? Ja, inzwischen ist er tot, ja. Und ich so, yeah, geil, will ich hin. Dann ist der kleine Koali mit seinem Vater und seiner Mutter dahin. Und es hat tatsächlich Pierre Brice mitgespielt, aber was die wenigsten vielleicht wissen, die sich in der Materie nicht auskennen, in den Winnetou-Filmen wurde Pierre Brice als Winnetou synchronisiert. Und zu der Zeitpunkt, als ich ihn toll fand, waren die Winnetou-Filme schon ziemlich alt. Das heißt, der war ein ganzes ordentliches Stück älter als im Film und hatte eine andere Stimme. Oh, da war der Koali bestimmt sehr enttäuscht. Ja, und ich habe gesagt, das ist der nicht. Und war total bockig und war sauer auf meine Eltern, weil die mir angeblich gesagt hätten, dass der das ist. Oder ist das gar nicht wirklich? Ich habe denen das nicht geglaubt. Das war ein Scheißtag, glaube ich, für die wirklich. Na, Ganz okay. traurige Geschichte. Glaubst du es denn jetzt? Ja, ich weiß inzwischen, dass der das war, ja. Aber Wie ich war alt halt. warst du da denn? Ach, ich weiß nicht, noch ziemlich jung. Ich glaube, irgendwie erste, zweite Klasse oder so. Okay. Ich konnte auch hier. Winnetou-Filme, so hier mit Abstechen und Abschießen und so, konnte ich gucken ohne Ende. Aber zum Beispiel hier Hallo Spencer konnte ich nicht gucken. Wer ist das? Ist eine Kinderserie. Hallo Spencer. Und ging es da auch um Abstechen? Nee, da geht's um ganz verschiedene Sachen. Bisschen was ähnliches wie Sesamstraße ist das. Was ist die Sesamstraße? Kennst du auch nicht? Wo hast du eine vermorkste Kindheit, ey? Ja, meine Eltern waren solche, die haben gesagt, Fernsehgucken schadet dem Gehirn oder sowas. Aber meine Mutter hat selber immer Winnetou geguckt und ich musste immer mitsehen. Ja, auf jeden Fall gibt es da bei Hallo Spencer gibt es so eine Außerirdische, die kommt ab und zu immer. Und die fand ich so gruselig, dass ich immer schreiend das Zimmer verlassen habe, als sie kam. Eigentlich war die total nett, weil die hat den Leuten immer geholfen und so, aber ich fand die gruselig und Alf fand ich immer gruselig. Und ich fand die Fraggles gruselig. Was sind bitte Fraggles? Ja, google mal die Fraggles. Super Serie. Ja, das könnte jetzt fies werden hier. Ja, habe ich auch das Gefühl. Da kommt noch einer. Ja, ich bin schon am Heilen. Moment, ich mache mal die Absaugeffekte ein bisschen besser. Ich hau mal die ganzen Buffs raus. Ja. Crit, Crit. So, der eine ist aber jetzt gleich schon hin. Die kleinen mal wegmachen. So, gegen den großen hier. Ah, lass den Lesrak in Ruhe. Aber wir haben diese schwierige Situation überlebt. Ah, ich erinnere mich noch an bei meinem Kamai-Spiel. Jedes Jahr musste ich hin. Fandst du nicht gut?
Wenn man jedes Jahr hin muss, nicht, nein. Hier, wo ich wohne, hier, wir haben ja so eine Freilichtbühne hier. Guck mal, könnte. Also hier sind keine Karl-May-Sachen, aber hier gibt's. Was führen Sie hier gerade auf? König der Löwen, glaube ich. Okay. Ja, bei mir war es, glaube ich. Ich war nur mal mit, weil ich jedes Mal ein Messer bekommen habe. Ach, daher der Fetisch. Welcher Fetisch? Stichwaffen? Nein, also im Grunde bin dazu ich. Dazu muss man sagen, ich weiß gar nicht, ob es live war. Nee, wo die. Müssen wir die jetzt. Zombies gucken? Daran hindern, den Köder zu fressen. Nee. Schon, wir müssen jetzt zugucken, wie sie den Köder fressen. Der Lesrak hat in seinem Zimmer angeblich, kann man ja nicht nachprüfen, ne? Ganz viele Messer und Schwerter an der Wand hängen. Ja? Aber ich will ihm das mal glauben, wenn er das erzählt. Hätte ich ja nichts von, wenn ich mir das ausdenken würde. Oder? Wow. Du könntest den Fame einpacken. Welchen Fame? Den Fame, den man bekommt, wenn man Messer und Schwerter an der Wand hat. Wusstest du das noch nicht, dass man einen Fame kriegt? Nein, das war erst, hörte ich das erste Mal. Ich finde das nichts Besonderes. Jeder hat doch irgendeine Waffe zur Selbstverteidigung zu Hause und ich habe halt ein, zwei mehr. Ich nicht. Nix zur Selbstverteidigung? Nein, warum? Kannst du eine Kampfsportart sehr gut? Nein. Tech-Renn weg kann ich. Oh. Ich dachte Kenbutu. Aber auch nicht ziemlich lange. Oh. Den Beruhigungsmittel zu setzen, den Köder. Machst du das gerade? Ja. Gut. So, sich von oben auf den Bau verstecken. Ja, man merkt, ich kenne die Quest, ne? Ja. Du weißt aber, was Kenbutu ist, ne? Nein. In der Bodenturn. Ach. Finde ich immer gut. Kinderturn habe ich nie gemacht. Meine Ex-Freundin hat Kinderturn mal angeleitet. Oh. Warst du ja mit einer Meisterin des Kinderturns zusammen? Ja, wahrscheinlich, ja. Kannst du doch mal behaupten. Kannst du doch ein Bewerbungsgespräch machen. Ja. Aber einmal weiß ich noch, einmal fand ich die Kamai-Spiele richtig toll. Was ist da passiert? Was ist so toll von dir? Meine allererste, ja, man könnte sagen, große Liebe war da auch da. Ja, ich war so happy. Happy. Ja. Hast du den Pierre Brice auch mal gesehen? Den? Den Original-Winnetou-Darsteller. Der war ja ganz oft bei den KMI-Festspielen mitgespielt. Ja klar, meine Mutter hat sich schon mit ihm unterhalten. Und ich stand daneben. Er hat mir sogar die Hand geschüttelt. Ja, zack mir nicht die Hand ab, ne? Meine Mutter hat ihn geliebt. Also ich glaube, mit meiner Mutter könntest du dich tagelang über Winnetou unterhalten. Ja. Ich mache euch lieber nicht bekannt. Da möchte ich nicht bei sein. Das Einzige, was schlimmer ist als Winnetou, ist Titanic. Oh, Titanic ist doch toll, also bis zur Hälfte vom Film. Also, wenn die vorbei ist, die erste Hälfte. Die Titanic hatte nur eine gute Sache. Ja? Ja. Welche? Die Nacktszene. Ah, das ist aber dann nicht viel, wenn du nur darauf hin spekulierst. Dazu muss man sagen, es hat aber auch einen gewissen Hintergrund. Ich musste, wie gesagt, ich musste wirklich mit meiner Mutter mir den 15 Mal hintereinander ansehen. Hintereinander? Ja. Ah ja, das ist ja Quälerei. Weil ich krank war. Ich bin nie wieder krank, Mama. So. Und seitdem auch erledigt. Ja, und seitdem hasse ich diesen Film abgrundtief. Ja, aber es ist aber auch, wenn man Filme irgendwie aufgezwungen bekommt und dann auch noch krank ist, dann erinnert man sich da irgendwie immer noch dran, dass man krank war und dass es so kacke war und naja. Wenn der Film dann auch nicht besonders gut ist. Nach dem dritten Mal konnte ich ihn, glaube ich, mitsprechen. Durfte ich nur nicht. Du machst den ganzen Film kaputt. Tja. Wenn sie recht hat. Und dann dachte sie, erhol dich lieber mal. Wir gucken schließlich einen schönen Film zusammen. Ich meine, ich wollte abhauen und zur Schule gehen.
Und ich war wirklich nie ein Freund von in die Schule gehen, muss man dazu sagen. Ich habe ganz oft geschwänzt. Was, geschwänzt? Ja, ich weiß selber, das war dumm. Also ich bereue vieles aus meiner Schulzeit. Mhm. Am meisten meine Klasse. Ja, ich war eins von diesen gemobbten Kindern. Oh. Kann man sich bei mir schwer vorstellen, ne? Pff, keine Ahnung. So genau bin ich da jetzt noch nicht in der Materie drin. Ah, wurdest du nie? Gemobbt? Pff. Ich glaube, wenn man das nicht weiß, dann wurde man nicht gemobbt. Okay. Oder? Ja, unsere Freunde, die Ranzier. Ah ja, ich erinnere mich. Tötet sie. Gib den Tiernamen. Schmetterling. Gib den böse Tiernamen. Böser Schmetterling. Ja. Tötete. Ah, dieser Sumpf, eklig. So, hier ist ein toter Wendigo. Ey! Das war ein Trick! Sowas! Der ist aber schlau, wenn Wendigo. Der stille Gauner! Der hat das sogar so gemacht, dass du nicht als Defensivziel eingestellt bist. Ist der schlau, ey. Und weg ist er. Wo ist er hin? Da oben! Da oben. Der hat ein paar richtig miese Moves drauf. Hilft ihm alles nichts, er ist schon fast so gut wie tot. Na, wo ist er? Da hinten. Und. Bam. Der Teleportationstechnik. Ja, hat ihm alles nichts gebracht. So, 9 KP. Damit können wir uns die erste Kraft hier aus dem Klingenbaum holen. Und dann sind wir nur noch 12 KP von dem Schadensbuff weg. Darauf ein Schluck Cola-Mix. Ja, bei mir brauche noch ein bisschen, bis ich meine, ich kann alle mit Befallen ausstatten habe. So. Zum Bau von Alter Kriegsschrei gehen. Hm? Das sind ja, ach ja, das haben wir ja gehört in der Cutscene, das sind ja alles Indianer. Ja. Aber kein Old Shatterhand. Ne. Den fand ich übrigens eigentlich immer cooler als Winnie. Aber ich fand ja das schon, Gewehr cool. Aber der war schon tot, als ich die Filme geguckt habe. Wie ist eigentlich nochmal der andere, dieser ältere? Welcher? Old Firehand gibt's noch. Ja, dieser mit den weißen Haaren, sag ich jetzt mal. Sam Hawkins. Ja, irgendwie gab's da ja noch so einen. Das weiß ich ja. In den Filmen gibt es einen, der heißt Sam Hawkins, also den der Shatterhand trifft. Nein, ich meine den, der immer statt Old Shatterhand kam. Der ist Old Firehand, der ist etwas älter. Ja, den fand ich immer cooler als Old Shatterhand. Ja. Ich weiß nicht warum. Aber Old Shatterhand hatte ja auch immer das Zaubergewehr, ne? Ja, ich überleg gerade, wie das. Das hat auch einen Namen, ne? Ja, irgendwie schon. Winnetou hat ja auch ein spezielles Gewehr gehabt. Die hatten beide spezielle Gewehre. Aber es gibt ja auch irgendwie hier von Pierre, nicht von, von nicht von Pierre Bries, wie heißt er, der das geschrieben hat, Winnetou. Na. Fällt mir gerade nicht ein, der Name. Eigentlich ziemlich peinlich, aber naja. Kann meine Mutter ja auch hier fragen. Da gibt's ja auch hier Geschichten, die im Orient spielen. Die fand ich auch mal cool. Die Verfilmung davon haben denselben Schauspieler wie Old Shatterhand. Aber ich glaube, das ist doch. Das ist ein, ich weiß gar nicht, ob das in Stories der gleiche Typ ist. Ich glaube nicht. Kann natürlich aber auch sein. Sag mal, bei Heroes, du kennst ja alle Folgen, ne? Ja.
Ja, ich habe die alle auf die DVD. Ist Tyler jetzt eigentlich endgültig mal getötet worden oder nicht? Ich müsste mir das Ende nochmal angucken. So genau kenne ich das Ende gar nicht mehr. Okay. Weil das hätte mich, das ist das Einzige, was mich wirklich brennend interessieren würde. Weil der war halt immer mein Liebling. Ich glaube nicht. Weil er konsumiert ja irgendwann, hier die, wie heißt sie? Die Cheerleaderin. Ja, das habe ich auch noch mitgekriegt, dass er diese Dings da hat, diese Fähigkeit der Regeneration. Ja, und damit ist man ja so gut wie unbesiegbar. Die wird, wenn ich eine Superkraft daraus haben wollte, dann die. Ich meine, ewig jung bleiben, das ist doch geil. Ja. Wobei in der neuen Staffel auch irgendwie gesagt wird, dass die auch tot ist. Ja, wenn man wissen muss, wo man treffen muss dann. So ähnlich wie bei Siegfried, ne? Ja. Wobei ich die von Hiro, die Superkraft auch mal cool fand. Das mit der Zeit und dem Teleport. Ja. Raumzeitverschiebung. Mhm. Obwohl ich nicht verstanden konnte, er scheint die Zeit ja nicht wirklich angehalten zu haben, weil diese Schnellspeed-Chossi, die konnte ja da mithalten. Ja. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, schon nicht. Weil im Grunde stellt es die Fähigkeit ja komplett in Frage. Ja, oder es. Oder sie hat halt noch einen Aspekt ihrer Fähigkeit, die das aushebelt, kann natürlich sein. Ja. Aber ich muss mir die alten Folgen auch alle nochmal angucken. Ich habe so viel vergessen davon. Wir kommen auf dem Wochenende vorbei, dann machen wir über Hero. Ich glaube, ich mache das nochmal mit meiner Freundin zusammen. Oh. Hast du Angst, dass ich wirklich vorbeikommen würde, ne? Klar. Nach dem, was du alles erzählst, immer. Wer will denn da, dass du da vorbei, die vorbeikommst hier? Also eigentlich freuen sich die meisten immer, wenn ich vorbeikomme. Ach so. Sag das mal den beiden Frauen, die da am Montag da hier verarscht haben. Die haben sich auch... Ich hab sie nicht verarscht, was du das meinst? Ach komm. Ich hab nie behauptet, ich hab den Frauen gegenüber nie behauptet, dass sie die einzigen werden, mit denen ich mich treffe. Naja. Oder ist das schon verarschen, nur weil ich es nicht erwähnt habe? Ich würde sagen, ja. Wenn sie mich gefragt hätten, hätte ich sofort ehrlich geantwortet. Ich bin mir sicher, dass du das getan hast. Aber ich schätze mal, dann wäre das Ergebnis sehr ähnlich ausgegangen. Natürlich. Oh, ein geblockter Treffer mit 108 Schaden, ist das gut? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich achte nicht auf die Schadenszahlen. Oh, ich bin gleich tot. Heile mich. Okay, wie? Eigentlich meine mich. Also. Also ich meine den Schuss. Ah, oh, jetzt zieht er mich ja noch dran, der Sack. Ey, meine Fresse. Blutschild. Und schon wieder vollgeheilt. Es geht doch echt gut. Also, oh. Wie viele Hämmer man hier findet, ey. Oh, Katzenhalsband. Oh, süß. Katzen. Ich hasse Katzen. Naja, aber die Quest können wir davon, von denen, die wir haben, jetzt letztes machen, weil je nach müssen wir sowieso zum Frank dann anwesen. Ich hab sie aber jetzt angenommen, ne? Ja, angenommen kann man die ja. Ja, okay. Also wir müssen hier nochmal vorbei, oder was? Wir müssen noch mal zum Franklin anwesen, wegen der Story Request allein schon. Ach ja, stimmt. Okay, Schadensbuff. Das ist deswegen so cool, weil dieser Schadensbuff, den ich mir hier reinhaue, der hat ja einen Nachteil, dass ich mehr Schaden einkriege, aber da die Viecher dich immer die ganze Zeit angreifen, ja, das ist total obsolet. Hattest du schon erzählt? So, was haben wir denn hier? Trefferwert, Gesundheit, minus Heilungswert, ja super geil, da wieder. Obwohl, irgendwann muss ich, glaube ich, auf ein bisschen Heilungswert verzichten, um mal die anderen Sachen mal ein bisschen zu pushen mit dem Equip, wa? Warte kurz. Das war 3 Sachen Angriffswert und 4 Sachen Heilungswert.
Also die oberen drei, die großen Talismane und den Kopf, machst du auf Angriffswert, auf Heilungswert. Und die drei kleinen Talismane machst du dann auf Heilungswert. So machen die das später im Endgame. Die drei kleinen machst du auf Angriffswert und den Rest auf Heilungswert. Moment. Die oberen auf Heilung? Ja, und den Kopf auch auf Heilung. Und die drei unteren machst du auf Angriffswert. Ja, ist es auch. Ich habe nur die rechte, den rechten Slot, der ist noch, hat noch nichts auf Heilungswert. Der Kopf und die beiden anderen sind voll krass auf Heilungswert. Okay, weil, wobei der eine hier noch einen Glyphen-Slot hat, sehe ich gerade. Den könnte ich eigentlich mal ausstatten. Weil später haben die ganzen Sachen ja halt nur noch ein Attribut. So, und hier unten, die haben aber auch ziemlich krass Heilungswert bei mir. Aber ich habe hier noch einen Glyphen-Slot. Was haut man denn da rein? Hier, zack. Ah ne, Moment. So, hier müssen wir ja erst... So... Die Glyphen machen das, was da dran steht. Durchdringungs- und Crit, ne? Ja. Yep. Auch wenn ich das auf das Amulett haue? Ja. Hm. Nice, dann machen wir das doch mal. Dann haben wir jetzt ein bisschen mehr Durchdringung und Crit. 33 Crit und plus 28 Durchdringung. Ist doch geil. Hm. Ja, sorry, ich war gerade ein bisschen abgeschweift gedanklich. Ich musste gerade an das Anima-Kamai-Spiele denken. Ach so. Nee, habe ich seit Jahren nicht mehr. Erst jetzt, wo wieder das Thema aufkam. Also an sie selber habe ich ewig nicht mehr gedacht. Oh. Dabei habe ich eigentlich immer noch groben Kontakt zu ihr. Weiß sie das denn, dass du ihr Schwarm warst? Also, dass sie dein Schwarm war? Ja, natürlich weiß sie es. Ja, was heißt so? Natürlich ist das ja nicht. Ja, ich sag doch, wenn ich was empfinde und so, dann sag ich das auch gleich. Ich glaube, mein erster Schwarm weiß das nicht. Okay. Ja. Okay, ganz am Anfang, wir waren ja zusammen in der ersten Klasse, da ganz am Anfang wusste sie es halt noch nicht, da war ich halt, wie Jungs damals halt in dem Alter halt sind, gemein zu ihr. Und nur zu ihr. Sie hat mich absolut gehasst. Ah, das waren schöne Zeiten. Ja. Ich glaube, ich nehme jetzt mal ein... Achso, das geht gar nicht, verdammt. Aber hier, das kann man immer mal benutzen. So, und weiter. Ja. Oh, auch im Übrigen, jetzt ist sie lesbisch. Das war mein grausamster Schicksalsschlag in meinem ganzen Leben. Hier hinten wurden wir angegriffen von einem toten Geist. Das war der grausamste Schicksalsschlag meines Lebens. Ach ja. Ich kann mal wieder nicht angreifen. So, okay, doch. Na, hallo. Weißt du was? Ich finde sowieso manchmal, sich zu verlieben ist manchmal echt seltsam. Manchmal verliebt man sich in Menschen, die man eigentlich sofort als Person gar nicht mag. Echt? Also ich selber kann sie überhaupt... nie passiert. Als Person selber kann ich sie überhaupt nicht ab. Vielleicht verwechselst du da Verlieben mit sexueller Anziehungskraft. Dann war das eine Extreme im Vergleich zu allen anderen Malen. Weil das Gefühl, das ich bei ihr hatte, hatte ich nur zweimal. Wo ist der Kong? Das weiß ich nicht, was du alles für Gefühle entwickelst. Na, aber ich hatte ja auch schöne Zeiten mit ihr. Oh Gott, ich werde schon wieder emotional. Oh, Alkohol. Und das live im Internet. Ja, noch schlimmer. Ich hoffe, das sieht sie nie. Soll ich hier den Link schicken? Mach das mal. Jacqueline Neumann. Ja, hau die Namen raus. Ja, stört sie eh nicht. Woher willst du das wissen? Okay, es ist mir einfach egal, ob sie stört. Das nehme ich eher. Hallo? Der würde gerne auf das Ding schießen. Warum schießt das mal wieder nicht hier? Keine freie Sicht auf das Defensivziel? Was ist das denn für ein Scheiß? Ich
kann nicht schießen, wenn ich keine Sicht auf dich habe? Was ist das denn für ein Kack? Oh, der knockt mich ständig aus, geht mir so auf den Sack. Da ist er gleich weg. So, erstmal ausweichen, höher geschraubt. Crit. Und. Er macht dir aber auch keinen Schaden, von daher ist er Wurst. Trotzdem nervt er. Da liegt er. Genau auf der Katze. Echt? Ja. Warte, kann ich mit U? Ja, hier war ja der Karton. Der ist hier direkt unter dem. Los, weg mit dir. Oh Gott, das ist nicht wahr, oder? Yay! Ah, okay. Und da ist sie. Kitty Cat. Okay, und jetzt müssen wir den zu Frauchen bringen, bevor er entwischt. Mal gucken, gibt's hier einen Portpunkt? Ne. Aber dafür ist es nah dran. Ja, lauf. Und am besten weichen wir wegen Zeit den Gegnern aus. Ja. Hey. Lauf vor, ich lauf hinterher. Ja, ich lauf vor. Du bist ein bisschen langsam. Ja, weil ich den Gegner ausweiche. Also dein Agro-Skill ein bisschen zurückschrauben, ne? Ich hab gar keinen Skill da. Doch. Ich bin trotzdem angegriffen. Ich meine mit Skill deine Fähigkeiten als Spieler. Ja, was von dem aus gesehen bist du ein besserer wie ich. Ey, wo kam denn der Ackup her? Ich hab keine Ahnung. Aua, aua! Wo müssen wir hin? Hallo? Ja, hoch, Straße hoch. Ich werde hier angegriffen von 1000 Teilen und bin gleich tot. Jetzt bin ich tot. Oh, jetzt gehen die auf mich los, oder? Auf einmal stand da ein Ackup vor mir. Der war vorher nicht da, ich schwöre. Ja. Ich ignoriere die Gegner ja einfach und renn vorbei. Ja, das habe ich ja versucht, aber wenn die einen die ganze Zeit hauen, ist es ein bisschen schwierig. Das solltest du eigentlich verhindern, dass die mich hauen. Boah, und jetzt spawnt man noch so ewig weit weg. So, hab's geschafft. Ja, ich muss das jetzt alles noch machen, ne? Herzlichen Glühstrumpf. Glühstrumpf? Ja. Schaffe ich eh nicht. Ja, ich bin so ewig weit weg, ganz vergessen. Ich laufe auch noch in die falsche Richtung, glaube ich gerade. Das kommt so eh gut. Ja. Hast du die Quest dann noch aktiv? Ja, noch 54 Sekunden. Dann benutzt jetzt schnell Motorrad und geh los. Ja, toll. In diesem Dingens, ne? Ich muss erstmal zu meinem Körper zurück. Okay. Da kann man das Motorrad nicht benutzen. Ich hätte jetzt aber, dass du dich direkt da hast, wiederbeleben lassen. Kann man sich nicht aussuchen, wo man wiederbelebt? Du kannst ja aussuchen, ob du bei dem Sportpunkt dich wiederbeleben lässt, ja. Nein. Doch. Mache ich auch ganz oft. Ich hab da nie eine Auswahl. So, jetzt muss ich hier in 18 Sekunden noch zurück, oder was? Rennen. Nutzt das Hoverboard, los. Ich halte ja alle Gegner vom Leib. Noch 9, 8. Du musst schnell rein 7. Zur alten Frau. Rein und dann rechts die Tür, die erste. Und dann zur Frau rennen, ganz schnell. Es ist schön, endlich. Geschafft? Ah, hat geklappt. Oh Gott, gut, aber nur dank meiner guten Orientierungshilfe, ne? Zur Casino-Baustelle gehen. Ja. Wollen wir das später machen, weil da kommen wir eh noch dran vorbei irgendwann. Okay. Puh. Wer ist sie denn hier? Nicole Di Dori Doro. High-End-Charakter. Also. Internationale Geheimnisträgerin. Also sieht sie ja aus. Also jetzt erstmal Cut oder haben wir noch Zeit? Oh, wir können Cut machen, ja. Okay. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Koali und euer Esraktak. Tschüss. Yeah.